und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut, denn es geht heute um Kitara, ein Spiel, welches bei Huch erschienen ist, im Original bei Yellow. Es ist von Erik B. Vogel, ist für 2 bis 4 Spieler und ist ab 10 Jahren. Ja, und in Kitara sind wir der Herrscher eines unabhängigen Königreichs und versuchen natürlich jeder für sich hier die Kitara wieder zu vereinigen. Dazu senden wir verschiedene Kriege aus, versuchen natürlich hier Wohlstandspunkte zu machen. Wir versuchen natürlich auch hier Mehrheiten zu generieren. Und wie das jetzt genau alles funktioniert, erzählt euch Angela in einem Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. So, ich habe hier Kitara schon mal für ein 2-Personen-Spiel aufgebaut. Natürlich brauchen wir unterschiedliche Spielerfarben. Ich werde grün sein, Melly ist gelb. Dazu suchen wir uns eins der 4 Spielerfarben-Tableaus aus. Wie gesagt, ich bin grün. Jeder Spieler bekommt hier eine Startkarte mit der 0 und seinen entsprechenden Marker unten hingelegt. Den brauchen wir später für die Bewegung. Dann brauchen wir natürlich noch den Spielplan. Den legen wir in die Tischmitte, sodass jeder gut rankommt. Wir werden unsere farblichen Punktemarker hier auf die 0 legen. Zu Spielbeginn haben wir 3 Krieger. Das ist hier auf dieser Karte zu erkennen. Und wir müssen diese 3 Krieger in eins dieser beiden Felder mit dem Häuschen draufsetzen. Als nächstes brauchen wir das Deck der Königreichkarten und die sind hier unten. Wir haben von jeder Art, also 1 bis 5, jeweils 6 Karten. Wir werden die ersten 6 Karten aufdecken, das sind die Einser, das heißt, als nächstes würden 6 Zweierkarten kommen, dann 6 Dreierkarten, so lange bis wir bei der 5 angekommen sind. Dann hat jeder Spieler natürlich noch seine Spielfiguren. Hier sind die Krieger, die Großen haben wir 3 Helden und dann haben wir noch die Herrschertiere. Die Herrschertiere brauchen wir später, um Punkte zu machen, dazu aber gleich ein bisschen mehr. Jetzt brauchen wir noch diesen Beutel, den werden wir füllen mit den Heldenmarker. Das sind diese kleinen Marker, die kommen einfach alle zufällig in diesen Beutel, werden gemischt und auf die Seite gelegt. Dann bestimmen wir noch zufällig einen Startspieler, das ist in diesem Fall Angelo, also ich. Ich schnappe mir den Startspielmarker und dann kann das Ganze losgehen. In Kitara werden wir als Herrscher eines unabhängigen Königreichs natürlich versuchen, die meisten Wohlstandspunkte zu bekommen. Dafür werden wir uns hier nach und nach auf der Karte ausbreiten, um mehr Gebiete zu besetzen. Wir werden mit unseren Herrschertieren hier in den Ruinen versuchen, die Stellung zu halten, um dafür Siegpunkte zu bekommen. Wir können mit unseren Helden auf die Jagd gehen. Dafür dürfen wir dann Plättchen aus diesem Beutel ziehen, die uns wieder Siegpunkte geben. Wir werden unser Reich vergrößern, indem wir nach und nach immer mehr von diesen Karten in unsere Auslage bekommen. Wie das Ganze jetzt funktioniert, erkläre ich euch in einem kurzen Regelüberblick. Wie läuft jetzt so ein Zug ab? Beginnt beim Startspieler, führt er seine Aktionen dieser Reihenfolge nach aus. Wenn er das gemacht hat, kommt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran. Dann haben wir quasi schon die erste Runde beendet und wir kommen schon direkt in das nächste Zeitalter. Was sind jetzt diese Aktionen, die ich machen kann? Die erste Aktion ist nehmen. Das heißt, ich darf mir jetzt eine von diesen Karten hier aus der Auslage nehmen. Wie weit die Reichweite ist, die ich nehmen kann, wird durch meine Startkarte hier vorgegeben. Das heißt, ich darf entweder die erste Karte nehmen oder ich darf die zweite Karte nehmen. Und auf diesen Karten sind spezielle Sonderfähigkeiten drauf. Die Karte kennt ihr ja schon. Wenn ich mich jetzt also für eine Karte entscheide, auf der eine weitere Karte drauf ist, dann habe ich im nächsten Zug schon die Möglichkeit, aus 3 Karten mir eine neue Karte herauszunehmen. Hier unten wäre abgebildet, welche neue Einheit mit ins Spiel kommt. In dem Fall wäre es das Herrschertier. Das Herrschertier brauche ich, um Punkte zu machen. Das erkläre ich euch später ein bisschen genauer. Hier würde ich einen Krieger bekommen. Dieses Zeichen hier unten steht für Bewegung. Damit dürfte ich mich weiter bewegen. Wenn wir sowas wie hier haben, heißt es, ich bekomme jedes Mal Siegpunkte. Und hier hätten wir natürlich noch den sehr guten Helden. Den möchte nämlich jeder haben. Warum, erkläre ich euch gleich. Das heißt, als erste Aktion nehme ich jetzt eine Karte. Ich nehme mir diese Karte hier hin, lege sie in meine Auslage. Danach rutschen diese Karten hier rüber und wir werden eine neue Karte des neuen Zeitalters hier aufdecken. Als nächstes kommt der Rekrutieren-Schritt und jetzt schauen wir auf der neuen Karte, welche Einheiten sind dort abgebildet. Das heißt, hier mein Herrschertier und dieses Herrschertier darf ich jetzt, oder die neuen Einheiten, darf ich jetzt zu einer bereits stehenden Einheit setzen. Natürlich zu Spielbeginn bleibt mir nur das Dorf, da wo meine Krieger schon gestartet sind. Als nächstes kommt der dritte Schritt, die Bewegung, und dafür sind diese Pfeile da. Das heißt, ich werde meinen Marker hier auf diesen Pfeil setzen, um anzuzeigen, dass ich eine Bewegung machen möchte. Und ich kann jetzt beliebig viele Einheiten um ein weiteres Feld bewegen. Die Felder sind getrennt durch diese weißen Linien. Ich kann nicht durch Seen laufen.
Da ich jetzt hier mit meinem Herrschertier eigentlich hier rein möchte, werde ich meine erste Bewegung nutzen und in dieses Gebiet hineinlaufen. Dadurch muss Melly sich zurückziehen, weil ich mehr Einheiten in diesem Feld habe als Melanie. Ich kann niemals in ein Feld rein, wo ich die Einheiten nicht überbieten kann. In diesem Fall muss ich Melly in ein Feld zurückziehen, das am nächstgelegen ist mit einer ihrer Einheiten. Wunderbar. Ich möchte aber auch in dieses Gebiet und um in dieses Gebiet zu können, muss ich alle drei Einheiten mit meinem letzten Schritt bewegen. Das heißt, ich werde diese drei Einheiten nehmen und hier in dieses Gebiet gehen und Melly muss sich jetzt zurück in ihr Stadtdorf zurückziehen. Ich erkläre euch jetzt noch ganz kurz die Bewegung mit dem Helden, denn wenn in meiner Gruppe ein Held gewesen wäre und ich in dem Fall Melly verdrängt hätte, darf ich jedes Mal, wenn ich mit dem Held eine andere Gruppe verdränge, aus diesem Beutel einen Chip ziehen. Das heißt, ich nehme hier einen zufälligen Chip raus, schaue ihn mir an. Da sind nämlich Siegpunkte drunter, in dem Fall zwei, die bleiben eigentlich geheim. Den lege ich hier auf mein Tableau, denn wenn ich noch weitere Bewegungen machen würde mit meinem Helden und dadurch noch mehr Gegner verdrängen, darf ich jedes Mal, wenn ich Gegner verdränge, einen weiteren Chip hier rausziehen. Die bleiben erstmal hier auf dem Tableau liegen und werden später ausgewertet. Dann wird gewertet, das ist Punkt 4. Und wie läuft die Wertung ab? Die seht ihr schon mal hier. Ich bekomme nämlich jetzt 2 Punkte pro Herrschertier in einer Ruine. Das heißt, wenn ich hier 2 Herrschertiere drin habe, bekomme ich nicht 4 Punkte, ich bekomme trotzdem nur 2 Punkte. In meinem Fall habe ich ein Herrschertier pro Ruine oder in einer Ruine. Das heißt, meine Punkte gehen 2 nach vorne. Sollte ich jetzt auf diesen Karten noch Punkte kriegen, das heißt hier beispielsweise nehme ich mir die entsprechenden Punkte. Ich habe das leider nicht, daher kriege ich dafür auch keine Punkte. Dann machen wir weiter im 5. Schritt, dem Verwalten, denn ich muss jetzt diese Karten ernähren. Und wie mache ich das? Ich brauche Krieger in Savannenfelder und wirklich nur Krieger. Und pro Krieger in einem Savannenfeld kann ich diese Karten ernähren. Sprich, in meinem Fall habe ich jetzt nur einen Krieger, das ist ziemlich doof. Denn ich muss mich jetzt für eine Karte entscheiden, die ich abgebe. Ich werde mich natürlich nicht für die erste Karte entscheiden, weil da würde ich sehr viel verlieren. Das heißt, diese Karte kommt weg, die ist aus dem Spiel. Ich habe in der nächsten Runde nicht mehr die Möglichkeit, aus 3 Karten auszuwählen. Und mein Herrschertier kommt ebenfalls zurück in den Vorrat. Die bereits bekommenen Punkte darf ich natürlich behalten. Der Held wäre natürlich ebenfalls weg, weil den habe ich noch gar nicht bekommen. Aber der würde natürlich nur entfernt werden, wenn er auf einer dieser Karten drauf wäre. Die Sache ist, sagen wir jetzt ganz kurz, ihr könntet theoretisch auch die erste Karte zurücklegen und euch damit quasi in eine ganz komische Situation bringen. Denn es ist möglich, dass ihr überhaupt keine Karten mehr in der Auslage habt. Deswegen überlegt euch bitte gut, welche Karten ihr weglegt. Nur das als kleiner Hinweis, das ist in den Regeln nämlich nicht gesondert gegliedert, dass man die erste Karte nicht ablegen dürfte. Als letzten Schritt und nur im Spiel zu 2 wird jetzt die älteste Karte aus dem Spiel genommen. Das heißt, die fliegt raus. Wir schieben diese Karten wieder hier rüber und decken hier eine neue Karte für die nächste Runde auf. Und die nächste Runde wird nach den gleichen Regeln gespielt. In dem Fall ist der Spieler links vom Startspieler dran, das heißt Melly. Melly wird ihren Zug nach den gleichen Regeln machen und dann schauen wir mal, wer die meisten Punkte gemacht hat. Wie wird jetzt das Spielende eingeleitet? Ihr seht schon, wir haben jetzt hier nach und nach im Spielverlauf die Viererkarten aufgedeckt. Und wenn ihr in der Nehmenphase, also jetzt, wenn ihr euch zu Spielbeginn für eine dieser Karten entscheidet und sie in euren Vorrat legt, eine neue Fünferkarte aufdecken würdet, dann ist das Spiel oder das Ende des Spiels eingeleitet. Ihr werdet diese Runde noch zu Ende spielen. Und danach hat wirklich jeder Spieler noch einmal einen letzten Zug. Das heißt, er wird Schritt 1 bis 5 noch einmal durchführen. Und dann kommt es zur Punktewertung. Punkte habt ihr schon einmal im Spielverlauf direkt bekommen. Jede Karte, die ihr am Spielende noch habt, also nicht abgeben müsstet, weil ihr sie nicht ernähren konntet, gibt euch 2 Punkte. In dem Fall würde ich nochmal 6 Punkte bekommen. Jetzt dürft ihr eure Chips umdrehen. Schaut, wie viele Punkte ihr dafür kriegt. Hier in dem Fall würde ich nochmal 5 Punkte kriegen. Der Spieler mit den meisten Punkten hat in einer Runde Kitara gewonnen. Wie uns das Ganze jetzt gefallen hat, erklären wir euch einen kurzen Fazit. Ja, ich fange jetzt einfach mal direkt mit dem Artwork und dem Material an. Und da muss ich sagen, es hat mich direkt begeistert, was in dieser kleinen Schachtel drin ist. Denn das Artwork ist wirklich richtig schön gemacht. Jeder hat ein eigenes Tableau und auch ein eigenes Tier darauf, ja. Und so kann man eben sagen, hey, ich bin der kräftige,
stramme Löwe hier in der Savanne. Ich führe ja sowieso alles an, kann hier schon mal seinen Gegner ein bisschen drohen. Aber auch so vom Material ist es richtig schön. Es ist Holz, es ist wertig. Der Spielplan hat Angelo jetzt noch nicht erwähnt, aber der ändert sich. Nämlich je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, hat man entsprechend einen Plan. Zu zweit ist er relativ klein, weil wir wurschteln ja da auch nur zu zweit vor uns hin. Zu dritt und zu viert wird er natürlich viel, viel umfangreicher und größer, denn wir haben ja hier viel mehr auf dem Plan, wo sich auch was tut, wo sich jeder verdrängt und um die Punkte kämpft. Genau, Melli hat schon angesprochen, wirklich tolles Design, tolles Artwork. Ein bisschen schade ist, dass diese Spielertableaus recht dünn sind, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich möchte noch ganz kurz das wirklich tolle Inlay zeigen, denn ihr habt es nämlich hier wirklich, ihr habt Fächer für die einzelnen Spielerfarben, ihr habt Fächer für die Karten. Also hier ist wirklich alles toll aufgehoben, oben kommt der Spielplan drauf, da verrutscht auch nichts. Das hat mir echt gut gefallen. Also Inlays finde ich ja immer ziemlich geil. Dann machen wir mal so mit der Spielidee dahinter weiter. Es ist halt ein kleines Area Control, welches aber... friedlich und im Familienbereich ist. Also ihr habt hier nichts, wenn ihr jemanden verdrängt, dass er hier sagt, er verliert seine ganzen Einheiten. Aber die Mechanik, die da dahinter steckt, mit diesem Karten nehmen und eure Kartenauslage immer weiter aufzubauen, die finde ich wirklich super gelungen, weil ihr versucht natürlich im Spielverlauf möglichst viele Karten halten zu können. Das heißt, ihr braucht aber auch den Platz auf dem Spielplan, um eben diese Karten ernähren zu können. Und da kommt nämlich so ein bisschen der Schlagabtausch im Spiel zustande, dass ihr... versucht mit den Herrschertieren natürlich direkte Punkte zu machen, aber ihr müsst dann immer schauen, wie bewege ich mich. Das ist nämlich echt entscheidend. Wenn ihr nämlich die Einheiten falsch positioniert, dann reichen eure Züge zum Laufen vielleicht nicht, dann schafft ihr euer Herrschertier gar nicht in die Ruine zu bringen oder ihr könnt keine Gegner mehr verdrängen. Und auch wie der Gegner sich zurückzieht, ist sehr spannend, denn da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sich so zurückzieht, wenn es denn den Regeln entspricht, dass der Gegenspieler es gar nicht mehr schafft, ihm nochmal hinterher zu rücken und dann quasi nochmal rauszudrängen. Das ist wirklich clever gemacht für so ein Familien-Area-Control. Hat mir echt total gut gefallen. Ja, ich finde es auch toll, dass hier wirklich drei verschiedene Arten von Figuren dabei sind. Ich sage jetzt einfach mal Figuren. Wir haben hier einfach den Krieger. Der Krieger soll natürlich dafür da sein, dass er diese Leckerkarten ernährt. Wir haben natürlich diesen Held thronend auf dem tollen Tier. Ja, und wenn der kommt, der macht halt ordentlich Dampf in diesem Gebiet. Und das finde ich schön, dass man hier eben Marker zieht. Und das Schöne daran ist aber auch, egal wie oft ich angreife, ich darf nur einen Marker pro Runde immer mitnehmen. Das heißt, ich kann hier nicht voll auf die Butze hauen, sage ich mal, sondern ich kann da schon zwar ordentlich Dampf abgeben, aber ich darf nachher nur einen Marker mitnehmen. Und da hoffe ich natürlich, dass ich einen recht hohen Marker mitnehme. Und auch meine Taktik ist ja immer so ein bisschen mit diesen Herrschertieren schön in die Ruinen reinzustehen und jedes Mal schön dick Punkte abzugreifen. Ich finde es auch ganz klasse gemacht, dass man wirklich das Ganze vom Spiel auf dem Material untergebracht hat. Hier habt ihr einfach die Auflistung, was müsst ihr machen, wie genau funktioniert es nach 1 bis 5. Und hier oben oder hier drüben ist nochmal einfach angeschrieben, was diese Symboliken bedeuten. Und daher ist es wirklich, ich sag's mal einfach schon vorab, ein ganz klasse Familienspiel. Also schon gehobenes Familienspiel, Area Control, wo aber wirklich noch friedlich von dannen geht. Genau, also danach habt ihr nicht mit euren Schwiegereltern Streit, würde ich sagen, oder mit euren Freunden. Aber ihr habt hier wirklich taktische Raffinessen, gerade was eben die Bewegung angeht. Welche Karten nehmt ihr euch in die Auslage? Es gibt halt ganz unterschiedliche Karten im späteren Zeitalter, also auf den Viererkarten habt ihr ganz andere Aktionen drauf. Da gibt es vielleicht eher Siegpunkte, ihr werdet mehr Helden bekommen. Und da habt ihr dann immer die Entscheidung, was gebe ich denn wieder ab, was möchte ich behalten. Und es ist wirklich schön designt. Uns hat Kitara wirklich rundum gut gefallen. Es läuft natürlich bei diesen Herrschertieren oft daraus hinauf, dass ich die in eine Runde platziere. Ich sage die Punkte ab und ich werde vermutlich in den nächsten Runden da gleich wieder rausgedrängt werden. Aber ich denke, das möchte das Spiel. Man kann das natürlich auch halten, indem man halt viele Einheiten in diesen Ruinen stehen lässt. Uns hat es echt überrascht. Ich fand es wirklich ein schönes Familien-Area-Control. Und wenn ihr sowas sucht und sagt, nee, so Teile wie Blood Rage sind euch jetzt dann doch ein bisschen zu heavy oder ihr braucht irgendwas für die halbe, dreiviertel Stunde, was ihr noch kurz spielen könnt, funktioniert das wunderbar. Area-Control-mäßig, uns gefällt es besser mit 3 oder 4 Spielern. Ja, also Sweet Spot war für mich tatsächlich zu dritt. Zu viert fand ich so ein bisschen...
Ich weiß es nicht. Ja, zu dritt. Viel Clinch dahinter. Ja, zu dritt fand ich es halt eben so. Man hat immer ein bisschen darauf geachtet, wer hatten jetzt wo welche Einheiten. Und da war es so ein ausgewogenes Spiel. Man hat so einen kleinen Schlagabtausch geleistet und immer geschaut, dass jeder eben so gleich auf ist und sehr freundlich gespielt wurde. Angelo hat es ja vorher schon bei der Regelerklärung gesagt, auf was man wirklich, wirklich gut achten muss. Ist nämlich schon vorgekommen. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal hier nochmal eine Karte. Ihr müsst wirklich darauf achten, wenn ihr Karten ablegt, dass ihr immer noch eine Karte zurückbehaltet, wo ein Kartensymbol hat. Ja. Denn wenn ihr eure ganze Karten ablegt und nachher kein Kartensymbol mehr hat, dann heißt es einfach, wo soll ich jetzt eine Karte aussuchen? Ihr dürft keine Karte dann mehr aussuchen. In den Regeln habe ich nichts dazu gefunden. Ja, also es kann sein. Das kann zum Spielende vielleicht auch dann meine Taktik sein, dass ihr halt dann die erste Karte ablegt, weil ihr eure Herrschertiere nicht abgeben wollt. Aber wenn ihr es natürlich in der zweiten, dritten Runde macht, dann zieht ihr für den Rest des Spiels halt keine Karten mehr nach. Und das kann dann irgendwie komisch ausgehen. Also da nochmal drauf achten. Das ist so irgendwie so eine Regellücke oder eben gewollt. Keine Ahnung. Alles in allem, Kitara von uns wirklich eine Empfehlung für Familien, die so ein bisschen in die Area Control Richtung schnuppern wollen. Das war's schon von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Tschüssi. Ciao.